Und herzlich willkommen zurück in Araskasia. Keine Ahnung, ob ich das Ding mal so nennen werde oder nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Ja, ich begrüße euch wieder hier auf der wunderschönen Insel, wo wir letztes Mal... Ja, die allerersten Siedlerhäuser... Schöne Mütze hat er auf. Eine schöne Mütze. Gegründet haben. Und wir jetzt hier fleißig weiter daran ackern, unsere Stadt ein bisschen hochzuziehen und zu modernisieren. Vor allen Dingen die Ecke hier hinten stört mich ja noch gigantisch und jetzt sind wieder diese unglaublich nervenden, Schafe. Ah, warte mal, vielleicht kann ich hier... Nee. Volksstimmung. Na gut, das will ich hören. Obwohl, Belohnungsbauten... Aber ich kann das ein bisschen leiser machen. Herrlich, oder? Keine Schafe. Ein bisschen noch. Sehr schön. Okay, so kann es jetzt weitergehen. Ja, durch die Bedürfnisse der Siedler, also ihr seht es ja hier, die wollen jetzt Pfeifentabak und die wollen Gewürze. Dadurch zwingt mich das Spiel jetzt eigentlich schon, eine weitere Insel zu besiedeln. Das wird interessant. Das wird natürlich sehr interessant werden und wir müssen auch schauen, dass wir das eben halt auch so früh wie möglich bald machen. Das Lager einer Produktionsstätte ist voll. Naja gut, da gibt es Schlimmeres. Ja. Und eine weitere Sache wollte ich jetzt als allererstes gleich nochmal machen. Ich wollte nämlich ein paar Dinge verkaufen, die ich im Überschuss habe. Und ich glaube, genau, ich glaube, ich habe Holz im Überschuss da und da kann ich wohl mal immer so 30 verkaufen. Wenig kann ich nicht machen, viel kann ich nicht machen an der Preisspirale, aber hier wenigstens ein bisschen was, sodass wir ein bisschen Geld dazu bekommen. Das ist ja nun leider wirklich wichtig, denn ich will eigentlich erst richtig mit der zweiten Siedlung anfangen oder kann erst mit der zweiten Siedlung richtig anfangen, wenn ich die hier halbwegs aus dem Minus rausgezogen habe. Das wäre eine ganz wichtige Sache. Ja. So, es hat ja keiner gesagt, dass die Viertel nicht auch mal so ein bisschen um die Kurve straßenbaumäßig gebaut werden können. Ja, auch wenn ich sage, quadratisch praktisch gut, kann man hier immer mal ein paar Querstraßen bauen. Sieht auch hübsch aus. Tretet näher und riskiert einen Blick in meine Spiegel. Das ist gleich alles viel angenehmer, wenn es nicht so laut ist. Vor allen Dingen diese blökenden Schafe. So, und du hier oben, du hast jetzt kein Wild in der Nähe. Tja, naja gut, wir werden es hier sowieso bald ausbreiten, kein Problem. Ja, wie gesagt, das ist also der Plan, der jetzt aktuell steht. Werkzeuge habe ich eigentlich noch genug. Ich könnte genug haben, um zumindest schon mal... Das wäre vielleicht eine Idee, die ich machen könnte. Ich könnte zumindest schon mal ein neues Kontor gründen. Das würde ich jetzt vielleicht auch gleich mal machen. Ich weiß gar nicht... Ne, wir machen mal so. Und dann versuchen wir mal... Dann gucken wir uns mal hier schon ein bisschen auf den Inseln um. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Schon wieder. Wo denn? Oh, ausgerechnet ein Pionier. Ein Siedler. Ah, ist doof. Es wird eben halt Zeit, dass ich jetzt hier auch die Feuerwehrstation bauen kann. Schulen. Ja, genau. Die Steinmine, das müssen wir jetzt bald bauen. Eine kleine Werft. Das Konto der Stufe 2 können wir jetzt auch schon bauen. Und wir können jetzt sogar Stadtverteidigung jetzt schon aufstellen, indem wir hier oben eine Militärkaserne und entsprechende Gebäude bauen. Das kostet aber alles so viel Unterhalt. Hm, die Plantagen. Dass ich mir das als Otto-Normalspieler, der ich ja im Moment noch bin, überhaupt nicht leisten kann. Aber wie ich sehe, die Leute stürmen gerade so dermaßen meine Schenke und die Einnahmen sehen eigentlich aktuell ziemlich gut aus. So, was ist mit dir hier unten? Hm, du kriegst nur wenig Fisch zusammen, ist schon klar. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas Hübsches Neues zum Besiedeln finden. Ja, ja, ja,
hier gibt es auf jeden Fall schon mal Löwen. Wie Sie hören, hören Sie Löwen. Was haben wir hier? Hier haben wir, das sieht aus wie Zuckerrohr, Baumwolle und Seide und Indigo. Ne? Das ist zwar hübsch, nützt uns allerdings noch nicht viel. Für die Flotte, Kommandant. Das wird dann erst ab der nächsten Stufe wichtig werden. Ah, der schiebt sich auch langsam hier vor. Der hat auch schon ganz hübsch gebaut, also muss man sagen. Die KI baut auch recht hübsch. Ein paar kleinen Pachtstraßen, das werde ich dann natürlich auch noch alles machen. Aber alles zu seiner Zeit. Aber was ich machen kann, ich kann erstmal noch ein paar... Ja, jetzt kann ich natürlich keine Wohngebäude mehr hinsetzen. Da könnte man dann später allerdings noch ein paar Marktstände bauen. Oder ein paar kleine Pachtstraßen. Da könnte man dann so ein paar kleine Plätze hineinsetzen. Das wäre doch vielleicht sehr hübsch. Ja, dann bauen wir es bis hier oben hin. Zack. Und jetzt haben wir die, glaube ich, auch alle wieder auf einem Niveau. Da können wir dann wieder mal eine Straße ziehen. So, was haben wir hier? Hier haben wir das gleiche wie dort oben. Das ist auch nicht so nützlich. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Dann müssen wir mal schauen, was wir hier so finden. Was haben wir hier? Hier haben wir... Das ist Hanf, glaube ich. Ich sehe es nicht richtig. Ach, die Symbole sind ein bisschen klein. Tabak. Das wäre ja schon mal als erstes nicht schlecht, aber... Ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob man das auch alles auf einer Insel zusammen abbauen kann. Naja, wir werden es ja sehen. Ja, Captain? Wir werden das ja sehen. Wie das funktioniert oder nicht. Hey, ich bin Lion Plus. Ich werde verrückt. Ist der Alkohol alle. Ausgezeichnet. Naja, ich meine, da kann es doch weitergehen. Super. Über den Verkauf in der Schenke habe ich jetzt gut Geld dazu bekommen. Ich habe jetzt 1000 dazu bekommen. Das ist gut. Das ist wirklich nicht schlecht. So, das ist leider auch nichts. Die Insel ist auch nichts. Die Insel ist auch nichts. Jetzt wird es aber schon ein bisschen kritisch hier. Ich habe noch nichts gefunden, wo man Gewürze anbauen kann. Es sind doch Gewürze, die wollen, oder? Na, genau, Gewürze. Und dann müssen wir mal noch ein bisschen schauen. So, und hier würde ich am liebsten gleich mal noch eine solche Farm hochziehen. Damit wir wirklich... Also der Alkoholverkauf scheint so gut zu funktionieren, dass ich jetzt hier wirklich auf jeden Fall ein bisschen ordentlich da was dran setzen muss. Jetzt ist gleich auch diese Stadtklangkulisse etwas lieblicher, nicht mehr ganz so knallend und schallend. Finde ich gut, gefällt mir. Nein, also nach wie vor ein unglaublich... Ist ja ein niedliches Inselchen hier. Ein unglaublich harmonisches Spiel mit einer tollen Atmosphäre. Ja, aber mit aktuell relativ unbefriedigenden Inseln. Aber ich bin eigentlich aktuell sehr zufrieden. Also es läuft. Es läuft. Jawohl, wir machen das erste Mal Plus. Oh, ich werde verrückt. Zu wenig oder gar keinen Wald, ja, reg dich doch nicht so auf. Wächst doch alles super nach. So, jetzt gib mir bitte eine gute Insel hier, komm schon. Hier haben wir Gewürze. Die Zivilisation der Polynesier entdeckt. Aha. Das ist ja schick. Tja, hier gibt's Gewürze. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Hier gibt's zumindest Gewürze und wo gab's? Hier gab's Tabak. Ja, ich glaube auch, dass man das nicht zusammen auf einem Inseltyp findet. Ich muss mal kurz schauen. Das ist ja mehr so ein afrikanischer Stil, obwohl Polynesien, Afrika. Und das sieht ja eher mehr so nach Nordamerika aus. Das könnte schon sein, dass da der Unterschied doch relativ immanent ist. Das ist bis jetzt die einzige Gewürzinsel. Das Gute ist aber, dass man mit denen hier auf jeden Fall auch handeln kann.
Die handeln nur leider nicht mit Gewürzen, was natürlich aktuell ideal wäre. Sonst würde ich vermutlich erstmal hier eine Insel aufbauen mit Tabakversorgung, also die Tabakversorgung aufbauen. Dann, ja, mit der Zeit. Jawohl, meine Läden machen Plus. Ich werde völlig verrückt. So, und hier bauen wir, ich brauche hier mehr Farben. Das geht gut. Der Alkohol bringt gut was ein, muss ich sagen. Ach so, muss ich dem natürlich sagen, dass der nur Alkohol produzieren soll, ist ja klar. So. Mhm. Da bin ich jetzt gerade ganz froh, dass ich das jetzt anscheinend dadurch in den Griff kriege. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr gut. So, was haben wir hier? Hier haben wir Tabak, aber auch nicht so viel. Wenig. Hm. Diese Inseln sind nicht so ideal. Und die ist auch sehr weit weg. Da wäre die hier idealer. Die hat auch deutlich mehr Tabak. Also mehr Fruchtbarkeit für Tabak. Denn wenn die Fruchtbarkeit so weit unten ist, dann wären nur wenige dieser Felder, die ich um diese Farmen baue, wären dann weniger Felder sozusagen grün und fruchtbar. Und das ist eigentlich auch blöd. Das ist eigentlich auch was ich nicht will. Ah. Tja, gib den Leuten was zu trinken und die Einnahmen sprudeln. Hm. Ach so. Hier haben wir auch nur geringe Gewürzmenge. Tja, dann würde ich sagen, dann habe ich keine andere Wahl, als hier dann erstmal den Tabakhandel hochzuziehen. Das werde ich mir dann gleich mal unter den Nagel reißen. Und dann werde ich vermutlich direkt hier mit den Polynesiern zusammen auf der Insel agieren. Ich könnte auch mit Gewürzen anfangen. Eigentlich ist es egal. Aber die Insel ist gerade so schön nah. Da ist der Weg bis zum Hafen nicht so lang. Aber es ist schon krass jetzt. Also das ist jetzt schon ein bisschen was anderes hier mit den... Naja, man merkt das schon. Naja, das merkt man schon. So, natürlich, der muss auch auf Alkohol gestellt sein, das ist klar. Kauf dieses Tränklein gegen die Pestilenz des Leibes. Sehr schön, sehr schön. Der ist also ganz eifrig dabei. Was sagt denn eigentlich unser Alkoholvorrat? Eine Tonne Alkohol. Ah, dadurch geht nämlich halt auch der Bedarf der Schenke nach unten. Weil die Schenke nicht so viel erfüllen kann aktuell. Jetzt hat sie wieder mal eine Tonne bekommen. Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Also da würde ich vermutlich noch ein paar mehr Kartoffelfarmen bauen. Der hat ja hier auch, naja, so viel hat er auch nicht. Ihr habt Beduinen entdeckt. Beduinen? Er ist auch sehr schön gemacht, also das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen, mit den Völkern. Hier gibt es auch reichlich Bodenschätze. Er ist auch sehr schön gemacht, also da kann man nicht meckern. So, dann werde ich mal... Jetzt muss ich mir mal glatt gucken, ich muss das mal kurz drehen. Ich sehe gerade nämlich hier nicht durch. Ich will nämlich jetzt mal hier hinten lang bauen. So, mal wieder zurückdrehen. So. Dann wird vielleicht direkt gleich eine weitere Felderwirtschaft errichten. Hm, werde ich vermutlich auch gleich mal machen. Bisschen aufpassen, dass ich jetzt dem Forsthaus nicht so weit in die Quere komme, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir hier eigentlich gleich so weitermachen.
So, und hier reißen wir uns gleich mal das hier unter den... Na? So, möglichst viel Bauplatz. Der Scout hat einen Erzvorkommen. Das ist schon mal günstig. Das wird uns aber jetzt, na, so wirtschaftlich, wirft es uns auch gar nicht zurück. Das ist eigentlich ganz cool. Eure Befehle, Kommandant. Das ist eigentlich ganz cool. Und da können wir doch jetzt gleich mal schauen. Das können wir jetzt erstmal so ein bisschen lassen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich überlege theoretisch, wie viel Werkzeug habe ich da mitgenommen, dass ich jetzt gleich noch unten auf der Polynesieninsel hier meine Gewürze noch mit anbaue. Sollte ich vielleicht auch gleich mal machen. Ich sollte das vielleicht auch gleich noch mal mitmachen. So, du bist schon auf Alkohol gestellt. Das ist gut. So, schlecht ist es auch nicht. Also ich plane, was so... Ja, der schiebt sich hier nämlich auch. Was baut denn der hier an? Ach so, der baut hier schon... Was baut denn der hier an? Tabak. Nee, das kann er hier nicht anbauen. Der wird hier Hanf anbauen für Kleidung. Etwas festere Kleidung. Ja, das Problem ist, der breitet sich hier mit seinen wirtschaftlichen Gebieten immer weiter aus. Und ich will eigentlich in diesen oberen Teil vor allen Dingen bauen. Und das hier irgendwann mit einer Steinmauer sichern. Also richtig eine... Achtet, eure Herrschaft. Das ist aber schön. Das Volk fühlt sich wohl. Das gefällt mir. Und dazu müssen wir dann allerdings zusehen, dass wir irgendwann auch die Steinproduktion zum Laufen kriegen. Die Steinproduktion zum Laufen kriegen. Und... Na? Nee. Mensch. So, da will ich auf jeden Fall ein bisschen Holz brauchen wir und... da wäre ich schon bald um den nächsten Einkauf nicht drum rumkommen. So, das kann ja erstmal ein bisschen vor sich hin tuckern, das ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, der geht hier mächtig ran. Der breitet sich hier, ich weiß auch nicht, wie die KI das macht, das ist unglaublich, also das ist der Wahnsinn. Naja, der versucht natürlich, weil die... Was wollen die denn eigentlich noch? Wollen die noch irgendwas? Hanffelder. Ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher. Webstube. Ja, Seilereien, die braucht man natürlich dann, wenn man Schiffe bauen will. Was ich natürlich jetzt auch bald machen muss. Wenn ich jetzt meine ersten Handelsrouten einrichten möchte, komme ich gar nicht drum rum. Die Alkoholproduktion gefällt mir hier überhaupt nicht. Das geht mir hier viel zu langsam. Das ist wirklich unglaublich langsam, wie das hier läuft. Ich weiß auch nicht, ob das noch mit der Dürre zu tun hat, die in einer der letzten Folgen ausgebrochen ist. Ich glaube es eigentlich nicht. Das sieht wirklich so doof aus. Ich kann mir das hier gar nicht angucken. Naja, mal schauen. Hat eigentlich schon jemand was gekauft? Ich glaube nicht, oder? Doch. 9. Da hat schon jemand was gekauft bei mir. Das ist ja schick. Das ist ja schick. Das ist ja schick. Ja, vor allen Dingen... Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Vor allen Dingen der Militärunterhalt wird natürlich relativ schnell ansteigen. In der Zeit. So... Nein, das... Dummerweise kriege ich auch hier keine Rohstoffe zurück. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch ein paar Dörfler sich entwickeln lassen. So, das war jetzt auch wieder ein bisschen viel. So viel wollte ich nämlich jetzt gar nicht haben. 9 auf einen Streich. Es ist hier ein bisschen schwierig, das zu steuern. Es geht eigentlich nur, indem man kurzzeitig über das Kontor, sage ich jetzt mal, den Leuten das Baumaterial freigibt. Anders ist es gar nicht zu machen. Das ist also deutlich praktischer gewählt in den anderen Spielen. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. So, das ist schon mal nicht schlecht. Damit können wir dann hier erstmal leben.
Damit können wir dann hier erstmal leben. Und jetzt müsste ich hier auch was einkaufen. Also ohne eine ordentliche... Ne, so viel nicht. Da bin ich ja auf einen Schlag komplett verarmt. So, mal das Preis ein bisschen drücken. Ja, ihr seht also, es geht kräftig voran, so wie das sein soll. Es werden immer mehr Bürger bei mir in der Stadt. Wir sind jetzt bei knapp 500 angekommen. Die Kasse stimmt jetzt auch langsam zum allerersten Mal. Die Alkoholversorgung gefällt mir überhaupt noch nicht. Noch überhaupt nicht. Aber auch da wird sich bestimmt in der nächsten Zeit jetzt hoffentlich was ändern. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar mehr Farmen hochziehen. Und ich muss meinen Gegner hier im Auge behalten, der sehr effizient und nicht unbedingt platzsparend baut. Das wird also noch extremer werden. Und natürlich werden auch die Gegner jetzt mit der Zeit Inseln kolonisieren. Und mir hier versuchen, das Leben schwer zu machen. Aber das wird mich hier nicht abschrecken, auch noch weiterhin alles Mögliche zu tun, damit wir hier ordentlichen Schnitt machen. Also, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.